Hier ist Entspannung wirkt. Dein Kanal für Traum- und Fantasiereisen. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut und du freust dich schon auf die Traumreise, mit der ich dich einlade, mir in einen verwunschenen Wald zu folgen. Den Firnwald, den du vielleicht schon aus anderen Fantasiereisen von mir kennst. Du wirst dort einem kleinen Häschen begegnen und darfst jetzt schon gespannt sein, welches Geschenk, welche Überraschung es dir macht. Ich danke dir für dein Vertrauen und wünsche dir gute Entspannung. Nun mach es dir ganz bequem da, wo du bist. Jetzt atme tief durch die Nase ein. Und durch den geöffneten Mund wieder aus. Tief durch die Nase einatmen und durch den geöffneten Mund wieder aus. Beim Ausatmen lass alles los. Und während dein Atem so ein- und ausströmt, ist es gut zu wissen, dass du jederzeit tiefer gehen kannst, dass du tiefer loslassen kannst, einfach weich werden im Körper. Und wer weiß, ob du nicht noch ein kleines bisschen tiefer sinken magst. Im Vertrauen darauf, von etwas gehalten zu werden, das größer ist als du. Und langsam darf sich in dir nun eine Tür öffnen. Eine schöne alte Eichentür, bewachsen mit Rosen und beschlagen mit Eisen. Du drückst die Klinke herunter und die Tür öffnet sich mit einem Knarren. Dann trittst du über die Schwelle. Willkommen. Schön, dass du da bist. Du befindest dich in einem schönen, dichten Wald.
einem märchenhaften Wald mit uralten Bäumen, die dicht an dicht stehen. Bäume, an denen Moos emporklettert und deren Wurzeln auf dem Boden verschlungene Muster bilden. In hellen, sanften Strahlen bricht die Sonne durch das Dach der Blätter. Und da, wo das Licht den Boden berührt, wachsen Erdbeeren im dunklen Grün. Ein Fliegenpilz steht auf einem Bein. Alles atmet Freude hier. Die Sonnenstrahlen, die tanzen. Das Eichhörnchen, das einen Stamm emporhuscht. Der Vogel, der ein Nest baut. Und siehst du da, unter einer großen Eiche, sitzen auf einer Decke aus Moos zwei Feen und picknicken Beeren und Nüsse. Als sie dich sehen, lachen sie. Und ihr Lachen schwebt als bunte Funken durch die Luft. Willkommen im märchenhaften Firnwald, flüstern die Blätter. Lauf ruhig ein wenig umher. Genieß die Natur. Irgendwo plätschert ein Bach. Und auf einer Wiese wiegen sich Butterblumen und wilde Veilchen sanft im Wind. Es ist ein Fest der Freude, das dich umgibt. Hier im zauberhaften Wald.
Vielleicht siehst du auch alte Bekannte. Ein Mädchen mit einer roten Kappe. Zwerge, die singend zur Arbeit gehen. Ein verwunschener Turm aus dicken Steinen. Eine blühende Rosenhecke. Du bist eingeladen, das zu sehen, was du möchtest. Und wer weiß, wie sich dieser Märchenwald für dich anfühlt. Ob geheimnisvoll und verwunschen. Oder Licht und hell. So gehst du tiefer und tiefer in den Märchenwald. Und mit jedem Schritt, den du gehst, lässt du doppelt so tief los. Mit dem ersten Schritt lässt du doppelt so tief los. Die Schultern werden weich. Und dein Kiefer weiß ganz genau, was er tut, wenn er sich nun löst. Ein Millimeter öffnet. Zwei Millimeter. So. Dass Raum entsteht. Raum für dich. Der zweite Schritt. Doppelt so tief loslassen. Doppelt so tief atmen. Mit dem dritten Schritt lässt du doppelt so tief los und freust dich über die tiefe Entspannung. Warme Welle durch deinen Körper strömt. Und auch der vierte Schritt bewirkt, dass du doppelt so tief loslässt. Unbewusstes auf seine Weise dafür sorgt, dass es dir immer besser geht.
mit dem fünften Schritt löst sich etwas, was ich bislang noch nicht lösen durfte. Arme, Schultern, Bauch, Finger und Zehen. Die Zunge zerfließt wie Eis in der Sonne. Und du lässt doppelt so tief los. Genauso. Wunderbar. Entdeckst du im Gehölz einen kleinen Hasen. Fast hättest du ihn nicht bemerkt. Doch jetzt, wo du ihn gesehen hast, sieht er dich wie magisch an. Er kauert neben einem Baumstumpf und du darfst ihn in aller Ruhe betrachten. Schau einmal, wie niedlich er aussieht. Der Körper eine kleine flauschige Kugel. Das Fell in zartem Braun. Weiß oder schwarz. Als es irgendwo im Gehölz knackt, bewegen sich die zierlichen Ohren wie Antennen. Die winzige Nase zuckt. Das kleine Tier ist ganz aufmerksam, ganz bei sich, im Hier und Jetzt. Es beobachtet alles ganz genau. Dann nimmt es dich wahr. Es blickt dich mit großen Augen an. Dunkle Augen. Mit einem schönen Glanz und langen Wimpern. Die Schnurrhaare zittern. Das Näschen hüpft auf und ab.
Was meinst du? Ob du dich noch weiter nähern kannst? Geh ruhig auf das Häschen zu. Einen Schritt. Zwei Schritte. Und vielleicht magst du in die Hocke gehen, sodass du mehr auf der Höhe des kleinen Häschens bist. Was für ein hübsches Tier. Wem würde sein Anblick kein Lächeln aus Gesicht zaubern? Wem ginge es da nicht direkt besser? Wer schickt da keinen langen Atemzug durch den Körper? Ein Genießen von Kopf bis Fuß. Und das Herz öffnet sich. Dein Herz. Ein Ort zum Träumen. Und sieh einmal. Das Häschen ist bei dir ganz zutraulich. So kommt es vielleicht, wenn du magst, näher zu dir heran. Hoppelt auf dich zu. Zwei Hopser. Dann bleibt es stehen. Es lauscht mit seinen Ohren. Eines dreht sich zur Seite. Schließlich macht das Häschen zwei weitere Sätze auf dich zu. Genau so. Bis es vor dir steht. Ganz nah. Du siehst die zarte, rosafarbene Haut in seinen Ohren. Feine Adern durchziehen sie, durchsichtig fast. Das Näschen mit dem leichten Flaum. Die Schnurrhaare. Weiß stehen sie von der Schnauze ab und zittern im sanften Wind.
möchtest du das Häschen vielleicht berühren? Du darfst es gerne streicheln. Ich denke, dass es sich darüber freut. Und jetzt spür einmal dieses flauschige, weiche Fell. So kuschelig. So flauschig. Das Weicheste, das du dir vorstellen kannst, unter deinen Fingern. Vielleicht stellt es sich auf die Hinterbeine. Zwei Pfoten auf deinem Bein. So kommt es schnuppernd näher. Tastet sich heran. Ganz neugierig und ganz vorsichtig. Und es darf ja Vertrauen haben, darf sich bei dir sicher fühlen. Und wer weiß, ob das Häschen auf deinen Schoß springt oder du es hochhebst, ganz vorsichtig. Du spürst kaum Gewicht, so leicht ist es. Aber sein Herzchen, das Herz, das gleichmäßig schlägt. Vielleicht erst etwas schneller. Dann immer ruhig. Die Brust hebt und senkt sich, hebt und senkt sich. Da ist eine Verbindung zwischen euch. Ob das Häschen nun nah bei dir ist, oder noch etwas entfernt. Eine Verbindung, die du dir auch vorstellen darfst, wie ein magisches Band zwischen euch. Von dem Häschen zu dir und von dir zum Häschen. Genauso. Und wie wäre es jetzt,
wenn diese aufmerksame Ruhe des Häschens auf dich übergeht. Seine Neugier, seine Zartheit, und du dem kleinen Häschen, diesem vorsichtigen, scheuen Geschöpf, etwas Schutz bietest. Denn bei dir darf sich das Tier ganz sicher fühlen und ganz geborgen. Und etwas in dir löst sich in dieser wunderschönen Verbindung. Etwas, das du vielleicht schon länger mit dir herumgetragen hast. Das auf deinen Schultern lag oder deinem Herzen, wer weiß es schon. Es darf sich lösen. Loslassen, weil da etwas Größeres ist, das dich hält. Das dich stützt und stärkt. Dich und das kleine Tier. Etwas, das einfach gut tut. Wohlig gut. Und dann bedeutet dir das Häschen auf seine Weise, dass du ihm folgst. Dass du dich mit ihm tiefer in den Märchenwald begibst, in dem die Vögel in den Bäumen davon singen, wie schön das Leben ist. Und du spürst, wie dieser märchenhafte Wald dich hält. Dir und dem Häschen einen sicheren Ort schafft. Du kannst hier Ruhe tanken, Leichtigkeit, Sicherheit und Stille. Etwas in dir wird still, stiller.
stiller und stiller. Und dann siehst du, dass das Häschen neben einem wunderschönen Moosbett auf einer Lichtung stehen geblieben ist. Das Bett ist eine Einladung an dich, dich hinzulegen. Auszustrecken und ganz wohlig hier im Wald und dem schattigen Sonnenschein zu baden. Leg dich hin und streck dich aus. Komm zur Ruhe. Und lass die Ruhe in dir ankern. Die Lebensfreude. Die Zuversicht und den Mut. Du legst dich hin und dein Blick schweift zum Himmel. Zu diesem schönen blauen Sommerhimmel, der durch die Blätter hindurchblitzt. Und vielleicht siehst du einen Vogel auf einem Ast, der sich nun in die Luft erhebt und Richtung Sonne fliegt. Während das Häschen irgendwo in deiner Nähe ist, verbunden durch ein magisches Band. Lass dieses Gefühl der Ruhe, lass die Verbindung mit der Natur in dir ankern. Vielleicht erscheint dir auch ein Symbol für diesen Moment der Entspannung und Verbundenheit. Ein besonderes Blatt, eine hübsche Wolke am Himmel. Und wer weiß, ob du dieses Symbol irgendwann in der wachen Welt wiederfindest.
Und so lade ich dich ein, hier 2 Minuten in Stille zu verbringen, wenn du magst. Ich verabschiede mich nun leise von dir. Du kannst zurück in die wache Welt kehren, in deinem Tempo und auf deine Weise. Oder du schläfst mit einem langen Atemzug, den du durch deinen Körper schickst. Einfach hier ein, auf dem Moosbett, auf der Lichtung. Dann wünsche ich dir gute Erholung und goldene Träume.